Einen wunderschönen guten Abend, meine herzallerliebsten Butterblümchen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Liebesorakel hier in meinem kleinen Stübeli. Und was wir heute machen, ist eine Gegenüberstellung. Folgendes. Wir machen das heute so. Wir schauen mal ganz ausnahmsweise auf die Liebe. Nein, auf euch beide. Du und dein Gegenüber. Mann, Frau, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist oder wie das alles sich gestaltet, ist völlig egal. Es geht jetzt hier um die Situation. Ne? Ich spreche aus der Sicht einer Frau, die einen Mann liebt. Und wir ziehen noch eine Runenkarte dazu später. Wir wollen das Ganze mal so ein bisschen... Oh, Entschuldigung, ich bin an die Kamera gekommen. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Wäre ich nicht an die Kamera gekommen, wäre es doch sehr... seltsam gewesen. Wär das doch nicht mein Kanal, oder? Ich meine, der Name ist Programm, das wisst ihr ja. So, kurze Ansage hier an der Stelle. Ich habe für euch, meine lieben Buddha-Blümchen, das kannst du übrigens auch werden, wenn du kostenlos diesen Kanal hier abonnierst. Dann bist du Mitglied unserer Butterblümchen-Gang. Und ich habe heute ein Short oder gerade eben ein Short hochgeladen, in dem ich mich bei euch ein bisschen bedanken möchte für eure Anteilnahme in der ganzen Situation. Ich habe das ja mit euch hier so geteilt, was los ist bei mir. Also, ne, dass mein Mann da eine künstliche Hüfte bekommen hat und wie das alles war. Und es ist einfach so viel herzliche Anteilnahme da gewesen, dass ich euch ein kleines Dankeschön rausschicken wollte. Und ja, das wollte ich an der Stelle sagen hier. Und jetzt geht es rund hier. Wir wollen nicht warten, wir wollen starten. Einmal mische ich jetzt mal eben hier. Leute, ich mische die Karten natürlich vorher auch, bevor ich anfange, immer schon durch. Aber trotzdem, um so den Vibe zu bekommen. Aber ganz ehrlich, der Farbwechsel hier, ne, der macht mich Kolone. Oh, hier einfach nur eine klare Blume. Geht das nicht? So. Oh, schon wieder. So, jetzt aber hier. Wir fangen mal mit deiner Seite an. Oh nein, ich sehe die Schlange. Ich hoffe nicht, dass ich hier heute eine Dreiecksbeziehung zeige. Da kann ich natürlich nichts machen. Was sich zeigt, das zeigt sich. Ne? Wir wollen aber jetzt wissen, was jetzt gerade aktuell auf dich wartet. Was hier und zum Thema Veränderung, was für Veränderungen stehen an? Ich sehe schon den Berg. Das heißt, Hürden sind haben wir, Hürden, Blockaden, aber inwiefern die da sind. Einmal mische ich noch durch. Das wollen wir sehen gleich. Wir nehmen da noch ein paar Karten mehr zugleich zu Hilfe, oder wie das heißt, als Werkzeug. Aber jetzt sind wir erstmal... Oh! Naja, und da ist auch direkt die Schlange mitgesprungen. Also, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Das kann doch wohl nicht sein. Das haben wir hier sehr häufig. Wahrscheinlich, ja. Weil einfach viele von euch da gerade drin stecken. So, und jetzt einmal noch mischen. Und dass da nicht... Boah, Mann! Ey, das sind aber... Da ist aber ordentlich. Was da nicht springt, möchte sich auch nicht zeigen. Da ist ordentlich Energie hinter. Meine guten Schnuten. So. Habe ich schon gesagt, dass ich mich über so ein Däumchen nach oben freuen würde? Denn ein Däumchen nach oben ist dasselbe wie loben. Ach, Leute. Ach, so. Stopp. Eins muss ich noch sagen. Ich muss noch mal mischen hier. Ich muss mich noch mal gleich konzentrieren. Wartet mal, ich habe eine Sache vergessen. Ich hatte gestern das schon angesprochen. Ich habe mal wieder Probleme mit dem WhatsApp-Verein da. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich war mir das schon mal passiert, ich bin schon mal gehackt worden. Und seitdem habe ich irgendwie voll die Paranoia davor. Und ich traue mich manchmal kein Update zu machen, weil als ich ein Update, da ist das passiert. Und jetzt funktioniert das wieder nicht so richtig. Und ich habe schon gestern gesagt, wenn ihr mir eine Nachricht geschrieben habt, ein Audi, was auch immer, oder wir irgendwas offen haben, was weiß ich, was ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe, weil die OP und alles dazwischen kam,
Leute, bitte, bitte schreibt mich nochmal an. Wenn ich bis spätestens morgen Mittag, sage ich mal, nicht geantwortet habe, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich anschreiben könntest. Ihr könnt mich auch über meine Homepage oder über Telegram, geht übrigens auch, fällt mir ein. Habe ich auch. So, das gibt verschiedene Möglichkeiten, ne? Aber ich habe wirklich bald die Faxen dicke mit WhatsApp. Okay, die sollten sie umbenennen nach What's los? Oder What's funktioniert überhaupt? Echt? Nein, jetzt. Aber jetzt kommen wir hier. Bing! Komm, wir klangschalen uns ein. Schubidu, Schrabu. So, und jetzt geht's los im Nu. Ach, meine Butterblümchen. Ich bin so froh, dass ich euch hab, wisst ihr das eigentlich. So, und jetzt... Oh, geht direkt los. Auf deiner Seite geht's na direkt mit dem Bash los hier, ne? Eieieiei. Also, irgendwas, du steckst, meine Gute... Du steckst fest, aber da, ich habe auch gleichzeitig, also das ist die schlechte Nachricht. Nein, ich meine das auf die Situation bezogen. Weil es zeigt sich genau das, was ich vorhin schon geahnt habe irgendwie. Guck mal, hier dreht es sich um eine Verstrickung. Es ist eine sehr komplizierte Situation, die ihr wahrscheinlich nicht in ein paar Sätzen zu beschreiben ist. Ne? Oder du bist konkret Mitglied einer Dreiecksbeziehung. Kommen wir. Ein bisschen Humor muss sein. Ich weiß, einige von euch, die das schauen, sind da vielleicht emotional sehr drin oder so. Aber was bringt es denn, das alles... Dann sage ich mir immer, das ist auch bezogen auf mein eigenes Leben, dann sage ich mir immer lieber, nehme ich das mit Humor, wenn es auch mit schwarzem Humor ist. Aber dann ist es besser zu ertragen, weil was ich nicht ändern kann, kann ich nicht ändern. Ich muss immer auf die Dinge schauen, die ich ändern kann. Ne? Und hier ist es halt ein bisschen komplizierter. Wir haben nämlich da ein Herzensbubi, Schnubbi, neben dieser verstrickten, verzwickten Situation liegen. Und da wir hier im Moment bei dir so eine Art Stillstand oder Riesenhürde, also wirklich Riesenbärsch, so der hier zu erklimmen ist, du auf der einen Seite, er auf der anderen Seite, und das ist das Gebirge mal ebenso, wo ihr da mal drüber müsst. Ne? Das ist nicht so einfach, aber jetzt schau dir das hier mal an. Wir haben hier den Reiter und dann haben wir den Baum. Der Reiter hat eine Energie, die ist schnell, da ist Power hinter, da ist, Dingenskirchen. Ne? Das ist, ihr wisst schon wie, also... Deswegen auch Botschaften, der kommt über den Regenbogen, deswegen sind meist positive Botschaften. Es ist eher eine positive Karte. Bei mir, ne? Es kann auch ne, durchaus jeder für sich das anders entscheiden, aber bei meiner Deutungsweise. So, und der Baum ist eigentlich so das Gegenteil davon. Der Baum ist etwas, was sehr standfest ist zwar, wirklich fest, aber bis es sich verwurzelt, ist sehr viel Geduld und Ausdauer und so weiter gefordert. Denn so ein Bäumchen, das wächst nicht mal, also in dieser Größe, nicht mal eben so von heute auf morgen. Wenn aber, dann steckt ganz viel Leben da drin. Siehst du, dieser Baum bietet ein Zuhause für Vögel, für was weiß ich, allerlei Tiere. Und das heißt, es ist unglaublich Leben und Energie, Lebensenergie steckt da drin, ne? Das heißt, hier wächst was ganz langsam, aber dann ist es auch, hat es einen Wert, ne? Verstehst du, wie ich das meine? So, die Leidenschaft, ne? So ist das leider. Ey, das ist ein guter Titel. Hoffentlich vergesse ich den nicht wieder bis zum Ende. Das ist nämlich meistens so. Wir wollen aber jetzt mal auf dein Gegenüber gucken. Ey, das ist aber, weil es ist die Wahrheit, ne? Wer kennt es nicht, den Spruch? Die Leidenschaft, die Leidenschaft. So. So, dahin schauen wir. Nein, anders. Die kommt hier hin. So, und jetzt gucken wir mal bei ihmchen hier. Ai, ai, ai.
Na, guck. Oh, das sieht doch jetzt aber erst auf den ersten Blick schon mal gut aus. Okay. Ey, für ihn ist das die Sache. Für ihn ist die Sache das große Problem. Ja, wundert es mich. Wundert es mich? Nein. Hier ist die, das Reden. Du siehst den Brief hier in der Mitte, also so, sozusagen das Kartenbild umrahmt, den Brief. Das ist die Kommunikation, das Miteinander sprechen und darüber, über die Kommunikation Dinge auflösen, Probleme auflösen, Hürden, Hindernisse auflösen, überwinden, ne? Und ja, das ist das, woran es im Moment bei ihm so ein bisschen mangelt. Und wenn er kommuniziert, wenn er was gibt sozusagen, dann ist es eher ja, sehr distanziert, oft kühl. Und dann kann es wieder ganz anders sein. Guck mal, das, der Schlüssel hier, ne, das ist so der Schlüssel, siehst du, da geht es auch um etwas, was man sich sichern will, sich bewahren, erhalten will. Es liegt aber auch eine gewisse, aber du schließt ja etwas ein, was dir wichtig ist. Das liegt hier bei ihm an der Spitze. Das heißt, er möchte diese Liebe, diese Leidenschaft, dieses Zwischenmenschliche schon bewahren, festhalten, sichern. Aber aufpassen muss man, dass man nicht in eine Art Käfig sich selber sperrt dadurch. Ne? Das heißt, dann hat er zwar den Schlüssel zur Sicherheit und er möchte das vielleicht gerne alles kontrollieren, alles, ne? Also so wie sich das mit dem Bären jetzt hier sagt, er möchte gerne alles kontrollieren und vor allem, wenn es um Verbindung geht, dann möchte er schon das Gefühl haben, dass er die Kontrolle über seine Gefühle, über die Situation hat und. Dass er vielleicht sogar die Möglichkeit hat, ich kann jederzeit aussteigen, denn ja, jetzt ist es ja offensichtlich. Ja, jetzt ist es unabänderlich, ich kann es nicht ändern. Wenn einer sagt, Mensch, das ist mit Dreiecksbeziehung oft, ja, finde ich jetzt auch. Es ist, ich kann. Aber manchmal ist es auch eine Phase, ne? Und dann ist es, also wo es dann mal ein bisschen häufiger immer sich die Dreiecksbeziehung zeigen bei mir in Legung. Und dann kommen Phasen, wo es dann auch wieder sich ganz andere Sachen, Situationen zeigen. Das ist halt so. Das mag daran liegen, dass es eine Legung ans Kollektiv ist, ne? Und somit dann immer an bestimmten Menschen geht, nämlich genau die, die damit ja konform gehen. In Resonanz, ja, was bedeutet Resonanz? Das bedeutet, dass du das Gefühl hast, ey, das könnte für mich sein. Das ist total unterschiedlich, wie sich das zeigt. Aber das ist so ein inneres Gewiss, so eine innere Gewissheit. Hast du schon mal gehört, dass man die Wahrheit fühlen kann? Ja, das ist so. Wenn man gut angebunden ist. Und das ist die große Sache. Jetzt sage ich dir was, mein Schnubbelbubbel. Wichtig ist es, egal wie schwer die Situation auch im Moment ist, in der du steckst. Denn wenn das eine Dreiecksbeziehung ist, und guck mal, wir haben hier on top, dass diese Karte zeigt nochmal, was ist das Belastendste im Moment? Oder was drückt die ganze Situation runter? Was ist das Thema? Und dann haben wir hier die Schlange, das heißt, eine, ja, verstrickte, möglicherweise Dreiecksbeziehung, ja, die das Ganze hier sehr, sehr erschwert. Er will die Kontrolle behalten, zeigt sich deshalb auch an vielen Stellen auf, ja, kühl, so ein bisschen sehr, ja, sehr, wie kann man das, mir fehlt jetzt das richtige Wort, sehr sachlich, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich meine so, nicht so unnahbar manchmal. Mir fehlt so das richtige Wort, weil kühl fühle ich mich auch nicht so richtig wohl mit dem Wort, weil das ist nach außen hin, ne? Aber innen sieht das schon anders aus. Jetzt ist es aber so, guck mal, wir haben hier die Blumen und den Brief. Du wirst es schon versucht haben. Du wirst schon versucht haben, auch mit ihm zu reden. Also es ist jetzt nicht, dass du es in keinster Weise von dir da was kam. Du hast es versucht, denn bei dir ist das Gefühl, irgendwie ist das eine ganz merkwürdig seltsame Verbindung, die ihr da habt. Eine Liebe,
eine Verbindung, die sich irgendwie vielleicht spooky, irgendwie seltsam anfühlt, dass du, vielleicht sagst du sogar, ich habe noch nie mich mit einem Menschen so krass verbunden gefühlt oder so krass angezogen oder, ne, da gibt's unterschiedliche, ich meine, man landet nicht umsonst in so eine Situation, das ist immer schwierig für alle Beteiligten, aber schau mal, Schnupsel, wir haben hier bei ihm den Sarg liegen, das heißt, für ihn ist es wichtig, diese Hürde zu nehmen und in das Gespräch zu kommen, wirklich das nach außen, so ein bisschen sein Inneres auch nach außen zu zeigen und wirklich die Kontrolle abzugeben und einfach zu sagen, ich lasse das jetzt laufen nach meinem Herzen, nach meiner Seele, nach meinem Gefühl, ne? Und nicht, dass ich das in einschließen will, alles mir alles sicher halten will im Grunde. Und das Problem ist, andere sperre ich aber damit in einem Käfig. Die sind nicht frei dadurch, ne? Also muss er sich entscheiden, denn guck mal, zwischen euch liegt die Unklarheit. Also es geht nicht, dass er nicht klar und klar zu einer Entscheidung kommt, weil er dich dadurch auch in einen Käfig sperrt. Du bist nicht frei, weil du loyal bist und das bist du. Du möchtest eine loyale, ehrliche Bindung eigentlich und du bist vom Wesen her überhaupt nicht jemand, der da unglaublich Bock drauf hat, auf so eine Dreiecksgeschichte, aber aus irgendwelchen ganz persönlichen, individuellen Gründen seid ihr, du, da reingeraten. Jetzt ist es aber so, dass du dadurch ihm trotzdem loyal sein möchtest, weil dir das sehr viel wert ist und bedeutet. Und dadurch, solange du diesen Magnetismus, ne, auslebst, da mit ihm oder fühlst, bist du auch in diesem Käfig und bist nicht frei für andere Vögelein, die womöglich rumfliegen könnten. Du verstehst sicher, was ich damit meine, ne? Darum ist es so wichtig, dass er aus dieser, und jetzt ziehen wir mal so ein Runenkärtchen, ja, dass er aus dieser Unklarheit rauskommt. Und jetzt aktuell ist es so, wir haben die Jetzt-Situation auch angeschaut und die Unklarheit liegt auch noch da. Ich habe ja gesagt, was auf dich jetzt auf deiner Seite ist. Also wenn für alle die auf irgendeine Nachricht oder sonst was warten, weil das ist ja den meisten immer so, um diese Sachen geht's meistens, ne? Also da liegt schon was, wenn es auch lang, ne, hier, guck mal, der Baum, das geht nicht ganz so schnell hier, bis das da so in Fahrt kommt. Aber wenn es mal Fahrt aufgenommen hat, dann läuft es auch, ne. Guck, und da hast du ganz klar, was willst du, das oder das, ne. Da soll die Klare, der werft deinen Anker jetzt an dem Hafen, wo du sein möchtest. So. Und das ist, deswegen sage ich ja, du bist da der loyale Typ. Und guck mal, wir haben bei dir auf der einen Seite sind es auch Tränen, die da mit Sicherheit schon geflossen sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch eben die Tiefe, wie tief das Ganze, diese ganze Begegnung, Liebe, Verbindung geht. Das ist schon, das geht schon sehr tief in dein Leben, in deine Seele, in dein, ne? Du weißt schon, in deine Gefühle rein. Das ist bei ihm ja in gewisser Weise auch so, nur er hat sich da ganz anders unter Kontrolle, also er ist da einen ganz anderen Weg gegangen, er ist da lange nicht so herzensoffen, noch nicht, sowas kann sich auch ändern, nicht bei jedem klappt das, ne, das ist nicht ein Patentrezept sozusagen und jeder, aber man muss auch so ein bisschen selber gucken und fühlen, ist da Hoffnung oder nicht, ne. Weil hier in dieser Legung sehe ich Potenzial. Das heißt aber nicht, dass du das 1:1 auf dein Leben übertragen kannst, weil es ja eben eine allgemeine Legung ist, ne? So, jetzt machen wir mal... Nein, so viele... Nee. Also jede eine Runenkarte. Orakelcheck. Kannst du uns mal so ein Einsamkärtchen? Nein, doch nicht so viele. Jetzt ziehe ich eine. Jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Jetzt ziehe ich eine. Nach hier für... Da muss ich die ein bisschen berühren. So. Oh nein, ich habe meine Brille nicht dabei. Ach, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bei den Runen habe ich immer so, ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche. Hagalas. Kennt sich einer von euch mit diesen Dingen? Kann mir einer sagen? Ich glaube, es wird Hagalas ausgesprochen, ne? Hagalas. So, und zwar... also durch Schaden die Ganzheit erlangen. Das heißt,
durch Leid, was habe ich am Anfang gesagt? Ich will euch das beschreiben. Was habe ich euch am Anfang gesagt? Die Leidenschaft, die Leidenschaft, die Leidenschaft. Das heißt, hier geht es darum, durch eine gewisse harte Phase durchzugehen, um in seinem ganzheitlich gesehenen Leben, Seelenexistenz, Weltenwesensexistenz, dadurch zu wachsen, sich von Dingen auch zu befreien aus der Vergangenheit. Vielleicht hast du Themen, wo du dich Stück für Stück durch auch gewisses Leid, was mit Sicherheit nicht nur auf die reine Liebe bezogen ist. Jeder von euch kann auch noch ganz andere Baustellen haben, ne? Wo du sagst, boah, im Moment scheißt der Teufel einfach auf den größten Haufen. Ne? Wenn du verstehst, wie ich das meine. Also da wird der Mist immer weiter abgeladen, hat man das Gefühl. Aber meist ist es so, wenn es sich echt sehr zuspitzt, kommt man in die Befreiung auch so von gewissen Themen. Ja, und hier, die Veränderung steht, haben wir hier stehen. Also, das Rühnken hier, unser Rühnken. Nein, unsere Rune, die sagt uns ganz klar, ja, das ist nicht leicht, ja, du steckst da wirklich, sonst zeigt sich nicht der Berg als erste Karte, du steckst da wirklich in einer... vor einer großen Herausforderung, aber es geht, das Leben will dir nicht schaden, wehtun oder es dir besonders schwer machen, so nach dem Motto, hehehe, da geben wir jetzt mal so richtig ordentlich ein. Nein, es geht darum, zu erkennen, bewusst zu werden und ja, vielleicht geht's auch darum, dich wieder zurück zu dir selbst zu führen, zu dir, deiner Intuition, deinem inneren Selbst sozusagen, was in dir wohnt, was inne wohnt, ja, in euch. Da ist ja noch viel mehr, ne? So, aber jetzt machen wir erstmal Schluss für heute und ich freue mich auf ein weiteres Orakelchen mit euch, meine Butterblümchen. Und ja, ich begrüße auch alle neuen Abonnenten. Von ganzem Herzen heiße ich euch willkommen hier in unserer kleinen Runde, in unserem kleinen Kreis. Der Butterblümchen-Gang. Und ja, das war es jetzt erstmal. Ich weiß, ich wollte noch mehr sagen, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Ich habe es vergessen, Leute. Aber macht nichts. Mir fällt es bestimmt in dem Video dann morgen ein. Ich schreibe es mir auf. So, meine Juden, ich drücke euch. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Wer heute nicht betroffen war, bei dem es nicht stimmig war, sehe es doch einfach als Unterhaltung. Ich hoffe, es unterhält dich trotzdem. Das wäre mir eine große Freude. Manchmal geht es nämlich auch um die einfache Unterhaltung. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist hier ein YouTube-Video. Deswegen richtet nicht nach so YouTube-Orakel euer komplettes Leben aus. Vor allem nicht dann, wenn ihr selber das gar nicht so empfindet oder so entscheiden würdet oder so. Wichtig ist da wirklich bei sich selber trotzdem zu bleiben, ne? Denn das ist hier ja nicht individuell. Das darf man nie vergessen. Ich finde, das wird echt auch zu wenig geäußert und oftmals wird den Menschen schon eine gewisse Welt verkauft, gerne eine Märchenwelt auch verkauft, hier so, dass sie sich wirklich, du bist jetzt hier diejenige, die auserwählt ist, dieses Video und so, das finde ich dann schon unfair, ne? Vor allem, wenn das Menschen sind, die sich vielleicht noch gar nicht so viel mit diesen Themen beschäftigt haben, da gar nicht in der Spiritualität, ich unterscheide auch wirklich noch zwischen Esoterik und Spiritualität, ne? Im besten Fall integriert man es miteinander, aber eben, da muss jeder auch aufpassen. Und ich finde, das sollte schon klar gesagt werden. Ne? Man hat die verschiedensten Menschen hier. Und viele sind auch ganz verzweifelt. Und dann finde ich es nämlich unfair, wenn man nicht ehrlich ist. So, und das war's von meiner Seite. Die Wahrheit siegt, Leute! Und wir gehen im Moment alle durch echt harte Zeiten. Das muss ich zwischendurch immer mal sagen. Und lasst uns so in dieser Verbindung bleiben, dass wir irgendwie gemeinsam da durchgehen. Auch wenn wir nur mit dem Herzen verbunden sind. Aber wir sind es. Und lasst uns wirklich das Positive in die Welt bringen. Weil wenn wir das nicht machen, wer macht das dann? Jeder muss bei sich selber. Gib dem Tag dein Bestes.
Na? So, ich drücke euch meine Judenschnuten. Tschüssikowski, bis morgen.